allem hat er getrunken. Das kenne ich überhaupt noch nicht. Dass er das macht, hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Dass er so ein alter Sauf hier ist, hier. So, habe ich den Aussichtspunkt können wir auch mal eben machen. So, einmal wieder hoch. Schmuggler entdecken wir gleich schon noch. Da ist er doch. Alleine unterwegs. Mit einigen anderen. Wir können, glaube ich, unbemerkt runter. Hoffe ich jetzt einfach mal. So. Dann nehmen wir uns mal unsere Kamera. Verfolge den Schmuggler. Machen wir natürlich. Er ist aber flott. Der ist ganz schön schnell unterwegs. So, wo ist er denn? Da ist er. Alles klar. Kann man ganz gut überblicken von hier aus. Also verfolgt mit dem Heli ist schon echt chillig. So. Warten wir mal hier so einen Moment, bis er sich wieder ein bisschen entfernt, bis dass wir zu nah dran sind. Wir sind natürlich wesentlich, wesentlich schneller unterwegs als er. Fliegen ist immer schneller. Keine Frage. Das ist noch so ein alter Glockenturm, haben ziemlich alles eingenommen. Bin ich froh darüber, ganz ehrlich. Sehr gut. So. Mal gucken, wo er hinfährt. Ich denke, der fährt bis da wahrscheinlich. Ja, sieht sehr dann aus. Wir landen hier schon mal. So. Töte den Schmuggler. Machen wir natürlich. So, aber diesmal vermutlich sogar ohne bemerkt zu werden. Pum. Pum. So, wen haben wir denn noch da? Ist niemand? Ach doch, ein, zwei. Zwei ist ja relativ wenig. Haben die überhaupt bemerkt, dass die beiden hier tot sind? Doch, scheint so. So, den haben wir und einen noch. Steckt da irgendwie fest. Aber kein Problem. Den haben wir schon geholfen. So, dann holen wir uns mal eben hier schnell Papiere. Beziehungsweise da vorne ist auch noch einer. Oh, oh, ist ein dicker, ne? Das war so klar. Oh, scheiße. So. Ich bin gerade ein bisschen stiller, ich weiß. Ich muss mich mal wieder ein bisschen konzentrieren. Doch per Kopfschuss erledigt. So, den müssten wir untersuchen. Gewölbeschlüssel, vielen Dank. Oh, hier nochmal überall ein bisschen Muni mit. Wir machen mal eben kurz das Plakat hier weg. Wenn wir schon da sind, dann kann man das auch mal machen. So, wie geht's jetzt da runter? Wüsste ich natürlich auch nochmal gern. Ach, hier runter? Ist ja krass. Auch geil. So, dann wollen wir mal. Diesmal vielleicht mit der hier. Dass wir nicht entdeckt werden. Oder nicht zu laut sind, sag ich mal. So, ich sehe ja gar keinen momentan. Also alles ruhig. Hier schläft einer. Kopfschuss. Da sind sie doch, die Diamanten. Vielen Dank dafür. So, jetzt wissen sie auf jeden Fall schon, dass wir hier sind. Von daher können wir uns auch die Sache einfach machen und einfach hier unten warten. Beziehungsweise wir können natürlich alles hier hinlocken, was geht.
Na komm, trefft hier den. Sehr schön. So, Pam Nummer 1. Versuche einfach mal einen nach dem anderen zu erwischen. So, da haben wir auch nochmal. Loser. Hier sind auch noch welche. So, Headshot. Hier haben wir auch nochmal irgendwo einen. Sehe ich nicht mehr. Hier können wir leider nicht durch die Lücke schauen. So, ein Urjunge. Alles andere sollten wir wegkriegen. Ach, da vorne. Ah, nee, 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 nee. Warte mal, warte mal. Das sind noch mehrere. Wir brauchen uns ja jetzt nicht hier unnötig noch in Begebung. Begebung. Genau. In Gefahr begeben, so wollte ich das sagen. So. Haben wir einen nach dem anderen weg hier. Jetzt sollte es aber gehen. So, erledigt. Holen wir uns den Gyrokopter da oben. Irgendwer ist auch noch. Sind noch zwei. So. Haben wir den auch erledigt. Irgendwo hier in der Nähe der Straße. Da vorne haben wir geparkt. Sehr schön. Auch direkt aus dem Gebiet hier raus. Bringe die Blut-Diamonds zu Longinus. Das machen wir natürlich. So. Einmal ganz flott. Erstmal ein bisschen höher, so. Schon besser. Und dann müssen wir einmal dort entlang. Und dort gehen. So, direkt zu Longinus müssen wir so bringen. Nicht zum Übergabepunkt, sondern stattdessen wirklich direkt zu Longinus, wie es aussieht. Ich weiß nicht, bei der ersten Mission davon haben wir es auch so gemacht. Ich weiß nicht, ob die anderen vielleicht anders sein sollten. Vielleicht ist das jetzt auch die letzte Blut-Diamanten-Mission von dem Longinus. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aufnahme läuft noch sehr gut. Ich weiß, ich bin echt penetrant und vor allem paranoid geworden, aber Vorsicht ist besser als Nachsehen haben. So. Von daher, besser ist es. Ah, verdammt. Tut er uns ja einfach weh. Oh. AJ, schön dich zu sehen. Willst du verreisen? Es ist vollbracht. Mein Werk hier ist getan und nun braucht mich der Herr woanders. Wo denn? Südamerika, glaube ich. Vielleicht auch Kuba. Es gibt noch viele Sünden wieder gut zu machen. Danke, AJ. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass es noch wahre Gläubige gibt, die bereit sind, das Richtige zu tun. Das werde ich dir niemals vergessen. Ich habe dir aus Dankbarkeit etwas hinterlassen. Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geh hin, AJ. Und predige von nun an selbst. Eine letzte Sühne. Mission beendet. So. Natürlich, das werden wir tun, Herr Longinus. Raketenwerfer LK-1018 ist jetzt am Handelsposten verfügbar. Schade, ich hatte gehofft und gedacht und wie auch immer, dass wir diese eine Waffe noch kriegen, das MG. Aber gut, haben wir jetzt die Longinus-Mission fertig, ist ja auch mal ganz gut. So, okay. Ja, dadurch, dass wir jetzt natürlich die Longinus-Mission fertig haben, ohne dass wir ausreichend Geld hätten, uns die Waffe zu kaufen und ohne dass die Waffe gratis ist, das ist jetzt natürlich ein bisschen unschön. Dafür können wir hier das mitnehmen. Zack, jetzt bringen die Halsspritzen nochmal was. Ich nehme auch mal Wirkungsdauerboost statt hier diese Karma-Boost. Finde ich jetzt nicht so wichtig unbedingt. Was wir aber als nächstes machen, ist ganz klar. Wir gehen erstmal zu Sabal. Warte mal, Herc. Ah ne, Herc passt schon. Ich habe es gerade durcheinander geworfen mit dem anderen. Ach, guck mal, wir können uns den Ketenwerfer auch direkt mitnehmen.
Was haben wir denn so für Waffen? Wir könnten vielleicht den Raket, das Ding da lassen, weißt du? Oder das. Die Repetier-Armbrust. Ne, wir können nur das MG tauschen. Ja, dann kannst du es eigentlich vergessen, oder? Wir können ja das Ding einfach mal ausprobieren. Oh, sieht nett aus. Schießen da? Können wir vielleicht ein bisschen mitreden? Pam! Komm. Achso, wir müssen natürlich erst nachladen. Geil. Ach, jawohl. Draht gelenkt. Cool. Uiuiui. Und tschüss. Pum. Alter, das Ding ist ja richtig genial. Direkt Fähigkeiten freigeschaltet. Perfekt. So. Ja, komm, dann nehmen wir uns jetzt mal hier diesen, oder? Ach, Wirkungsdor. Hä? Ach so, natürlich, klar. Das gibt's hier zigmal. Da spare ich lieber und mache erst das hier. Wirkungsdauerboost und von ist das? Von Fokusspritzen oder was? Ach so. Das ist ja nicht so toll. Das ist alles hier irgendwie Quatsch. Diese ganze Boost-Quatsch, das ist, weiß ich nicht. Finde ich nicht so toll. Also Heilspritze, sowas, das finde ich viel besser. Dann machen wir das hier, sparen wir da drauf und gut ist. So, jetzt haben wir ja nicht mehr so viel Muni dafür, nehmen wir uns das LMG wieder. So, zack, wird einmal hier nachgeladen. Okay, da unten hätten wir nochmal... Ach, der Heli ist noch hier, der Heli ist noch hier. Heli, Heli, da ist er. Hier ist der Heli. So, den nehmen wir uns selbstverständlich mit. Ja, wir müssen ein bisschen nach vorne. So. Lalalala. Okay, was wir jetzt machen. Machen wir jetzt sofort diese Ballmission? Ehrlich gesagt würde es mich schon reizen, die Außenposten fertig zu machen. Andererseits weiß ich auch nicht. Nee, komm, wir machen mal erstmal... Wie viel haben wir jetzt hier? Ein. Ja, stimmt, ist immer noch da oben. Machen wir erstmal diese Ballmission fertig. Und dann schauen wir mal gleich weiter. Dass wir einfach auch mal wieder ein bisschen Hauptmission machen. Wollte ich ja eigentlich sowieso machen, ne? Wollte mich eigentlich darauf fokussieren, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Er fängt hier wieder an mit seinen Beleidigungen. Er fängt hier wieder an zu rappen. So. 600 Meterchen. Wo ist hier eigentlich das Radio? Ah ja. Oh, eklig. Vor allem spuckt er hier das Glas durch die Gegend. Das trifft wahrscheinlich gleich den nächsten direkt am Kopf. Oh, wir machen mal ein bisschen runter. Da muss das Ding auch nicht so fliegen. Wir müssen sowieso noch runter. So, steiler Sinkflug hier. Lalalala. Vor allem treffen wir uns echt mitten auf der Straße mit der Wahl. Scheinbar. Sabal, die Brücke liegt hinter mir. Nördlich von dir liegt Utkarsh, Pagans Modellstadt für das Leben unter seiner Knute. Pure Propaganda. Der Goldene Pfad ist dort auch vertreten. Niemand kennt den Norden besser als diese Zelle. Du musst dich bei ihnen melden. Wahrheit und Gerechtigkeit. Triff dich mit den Rebellen in Utkarsh. Warte, vielleicht können wir der Alten helfen. Können wir dir irgendwas geben? Nein, scheinbar nicht. Okay. Willst du mitfahren, hä? Willst du fliegen? Okay, sieht so aus. Dann fliegen wir wohl alleine weiter. Vor allem, da sind wir jetzt 600 Meter in die eine Richtung und können direkt 600 Meter wieder zurück. Super, hätten wir eigentlich gleich da bleiben können. Vor allem verstehe ich nicht, warum man irgendwo hin muss. Eigentlich würde es doch reichen, den Sabal anzurufen. Er sagt uns das und fertig. Müsste man nicht jedes Mal da extra hingurken. Finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Aber gut, wenn das Spiel das so will, dann muss das so sein. Ganz einfach. So, können wir uns leider nicht spielen lernen. 300 Meterchen. Ich weiß immer so gar nicht, was ich während diesen ganzen Fahrten erzählen soll.
Deswegen finde ich es auch mal ganz schrecklich, mit dem Auto zu fahren, weil das einfach noch länger dauert. Da bin ich schon ganz froh, dass wir auf diese Weise halbwegs schnell vorwärts kommen.